Liebt ihr Honig? Er soll gesund sein. Heute möchte ich in meiner Andacht etwas über Honig sagen. Aber nicht so sehr den Imkerhonig, sondern über einen Honig, den Gott uns schenkt. Die Überschrift über die heutige Andacht lautet Honig im Löwen. Einige ahnen schon, worum es geht. Und sie denken bestimmt an Simson. Und genau um den geht es. In Richter 14, Vers 14 steht nämlich, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Simson war mit seinen Eltern auf dem Weg nach Timnat, um ihnen das Philistermädchen vorzustellen, das er gern heiraten wollte. Auf dem Weg dorthin nahm der junge Mann einen Nebenweg durch die Weinberge. Dort, wo er ganz allein war, tauchte plötzlich ein jungender, brüllender Löwe vor ihm auf. Aber der Geist des Herrn kam über Simson, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und das, obwohl er nichts in der Hand hatte. Als er wenig später auf dem Weg zu seiner Hochzeit nochmals an derselben Stelle vorbeikam, fand er Honig mitsamt einem Bienenschwarm im Kadaver des Löwen. Und er nahm davon und gab auch seinen Eltern von dem Honig, sodass sie gute Speise auf dem Weg hatten. Auf der Hochzeitsfeier gab Simson seinen Gästen dann ein Rätsel auf. Speise ging aus dem Fresser und Süßigkeit vom Starken, so hieß das Rätsel. Niemand konnte die Lösung erraten. Und auch wir haben noch nicht viel von dem Rätsel verstanden, wenn wir nicht das Evangelium in ihm sehen. Es war der Teufel, der Jesus angriff wie ein Löwe. Aber der Sohn Gottes besiegte diesen Löwen, besiegte Teufel, Tod und Hölle am Kreuz. Wie auch Simson hatte Christus nichts in der Hand, sondern hing in Schwachheit am Kreuz. Er rief siegreich aus, es ist vollbracht. Und nun steht Jesus mitten in seiner Gemeinde, die Hände voll von süßem Honig, voll von Trost, voll von Heil für die Seinen. Aber das Rätsel lehrt uns noch mehr. Es zeigt uns, dass auch die Gläubigen plötzliche Kämpfe haben. Oft tauchen die Versuchungen unvermittelt wie ein brüllender Löwe vor uns auf, wenn wir am wenigsten darauf vorbereitet sind. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber auch so manches Unglück und Leid bricht wie ein reißender Löwe über uns herein. Aber welch ein Wunder! Anstatt uns umbringen zu können, muss er uns Honig liefern. Finden sich unsere Freuden nicht oft genau da, wo früher unsere Kämpfe waren? Nicht der ist glückselig, der keine Leiden hat, sondern die Bibel sagt, glückselig ist der, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Möglicherweise stehst auch du gerade in einem heißen Kampf. Aber so wie dem Simson muss auch dir der Löwe schließlich Honig spenden. Wie aus den Leiden Christi wunderbares Heil hervorging, werden auch dir deine Kämpfe noch viel Segen bringen. Und im Rückblick wird dein Herz dann froh und voller
Dankbarkeit sein, denn Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit von dem Starken. Jetzt weißt du die Lösung des Rätsels und auch die Lösung, was der Tod Jesu am Kreuz für dich bedeutet, Honig, und was deine Leiden für dich bedeuten, letztendlich Honig. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich wünsche dir, dass du auch in dieser Woche Honig saugen kannst aus dem herrlichen Evangelium. Gott sei mit dir. Amen.